Michelle. Plötzliche Veränderung sorgt für Spekulationen. Was ist mit ihrem Gesicht passiert? Wirbel um Schlagersängerin Michelle. Bei ihrem Schlagerhammer-Auftritt wirkte die Musikerin optisch verändert. Michelle. Beim Schlagerhammer-Auftritt wirkte sie komplett verändert. Spiegelglatte Stirn ohne Fältchen, aufgepolsterte Wangenknochen und deutlich fülliger Lippen, als sich Michelle, 52, beim Schlagerhammer. An der Seite ihres Verlobten Erik Philippi, 27, zeigt, müssen viele Fans zweimal hinblicken, um die Sängerin zu erkennen. Manche sind sogar bis zum ersten gesungenen Ton der Überzeugung, es sei gar nicht Michelle, die da auf der Bühne steht. So verändert wirkt die Blondine. Ob sie sich Schönheitseingriffen unterzogen hatte, ließ sie bisher unkommentiert. Doch viele ihrer treuen Anhänger benötigen gar keine Bestätigung, um ihrer Enttäuschung freien Lauf zu lassen. Von wegen zurück zur Natürlichkeit oder was ist nur mit ihrem Gesicht passiert? So einige Stimmen. Michelle, woher rührt der Sinneswandel? Dabei hatte Michelle anlässlich ihres 50. Geburtstags 2022 verkündet, wieder mehr auf Natürlichkeit setzen zu wollen. Und ließ sich sogar ihre Brustimplantate herausnehmen. Woher rührt also der erneute Sinneswandel? Ist es etwa doch der Druck? Mit ihrem deutlich jüngeren Freund und etwaigen KonkurrentInnen mithalten zu können? Wenn das Liebespaar tatsächlich wie geplant den Rest des Lebens miteinander verbringen will, sollte sich die Schwarzwälder lieber schleunigst an den Altersunterschied gewöhnen. Denn diesen wird keine Beauty-OP je ändern können. Dieser Artikel von MP erschien zuerst in der Printausgabe von Die Neue Frau.